Also sind alle an meinem Arsch kleben. Bei Änderung beibehalten. Noch ein, zwei Runden, ich krieg der S. Alter Sim! Oh, da ist er. Hast du das gesehen? Oh lol, ich hab mich verschaltet! Hast du das gesehen? Oh lol! Wie ich gebremst hab. Dann war ich im ersten Gang. Der gute Sheriff ist mich jetzt richtig schön im Boxenausgang. Okay, Dena geht in die Box, so Dena geht in die Box. Es gibt NEIN! Wo ich Sim Der hat die Session verlassen! Jay ist raus. Jay ist raus. Aber das ist doch jetzt was anderes. Jay ist wirklich raus. Also. Das war die Board of Champions! Nein! Jay hat sich auch verewigt. Jay wollte sich bei Michael Schumacher einreihen. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Wenn Jay mal etwas vorsichtiger fahren würde. Ich kann aber nicht vorsichtig fahren, weil ich hab die ganze Zeit am Pacen bin, um dich einzuholen und mit dir mitzuhalten. Mann, Jay, du warst echt richtig gut unterwegs gerade. Du hast immer wieder aufgeholt auf Peter. Das wäre echt spannend geworden in den nächsten paar Runden. Schade, das ist echt krass. Bleib jetzt mal in die Box. Nein, ich hab noch 55% hier. So eine Scheiße. Wir kommen nicht mehr ran. Noch drei Runden. Nein, du musst. Ja, dann müsst ihr halt überholen. Hab ich gerade versucht, dann hast du rübergezogen. Das ist ja wohl nicht so ganz richtig. Da hat Christian sogar noch gerufen, boah, Lamp. Was? Da hab ich mich halt verschalten. Verschaltet. Ich bin jetzt hinter Science. Ah, oh no! Oh, das war nicht jetzt meine Chance. Oder nein, ja? Oh, nein, nee, Sepp zieht doch nicht auf die Bahn. Auf sieben. Nee, ich zieh überhaupt nicht auf die Bahn. Ich war schön auf der Außenlinie. Ja? Mal ganz leisure bleiben hier. Oh, jetzt und bin, ich, Lu, jetzt alles bin klar. Ich weit raus, ja. Aber ich bin ein bisschen traurig jetzt, Jay, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wäre noch ein krasses Rennen geworden, glaube ich. Aber jetzt sind beide meine Flügel gleich beschädigt. Dann kann ich wieder besser fahren. So, das mal jetzt, was ich hier geübt habe, Leute. Schön auf DRS warten und nicht ohne DRS überholen, so unnötig. Und dann danach den anderen DRS haben zu lassen, Leute. Das machen wir nicht. Alter, wieso macht er sich so eng? Alter, der gibt mir gar keinen Platz. Was soll das denn? Der hab ich echt in die Wand gedrückt gerade hier. Wo ist überhaupt die Wall of Champions? Das ich ist glaube, das ist hier. Ja, die letzte. Da, wo du mal so schön nah rankommst. Die rechte, letzte Rechts- und Linkskurve. Da hab ich nämlich auch schon mein Dingens kaputt gefahren. Mein Flügel? Ja. Alter, Raikön und Vettel sind Zweiter und Dritter. Das ist nur faires Karma bei mir. Ja, aber ich bin eigentlich vor Raikön. Ich war 4 Sekunden vor ihm und war in der Box. Also der müsste jetzt ja auch noch in die Box. Warum ist das Karma, Jay? Weil ich ja Felix quasi dazu geforst habe, dass er den Frontflügel verliert. Ja, aber deswegen direkt das Änderung ganze Rennen. Bestätigen. Ja, das ist schon harte ist Karma. Halt, ne? Ja. Na, also man muss ja sagen, das war jetzt ja keine total fiese Aktion von Jay, es war nur eine Brechstangenaktion. Aber ich würde mal sagen, okay, aber wenn jemand sowas verdient hat, dann ich, würde ich mal sagen. Das war ausgleichende Gerechtigkeit, dass da auch mal... Hört auf, alle so nett zu sein! Fühlt euch ungerecht behandelt! Sollte mein Auto jetzt aus irgendwelchen Gründen kaputt gehen, bin ich dann am Ende vor Jay? Ja. Weil du länger durchgehalten hast. Aber 0 Punkte sind 0 Punkte, Dalu. Das ergibt keinen Unterschied. Aber das ist ein erster Erfolg. Ja. Dalu, ab Spanien, ne? Keine Sorge, ab Spanien. In der Rückrunde auf ewig Spanien. Langsam gerade. Ja, dann überhol doch, im Zweifel. Oh, Leute, passt bloß auf, wenn ihr hinter einem NPC seid, der in die Box will, Alter. Die fahren so langsam vor. Oh, was ist das denn? Ach, fuck it. Nächste Runde fahre ich bin raus. Fuck it! Ich bin raus, Alter, wollte er sagen! Ja, weil ich gerade rückwärts, weil ich gerade in die falsche Richtung fahre. Raus aus der Kurve, wollte er sagen. Ey, Sepp, das ist geradeaus die Strecke, ne? Ja, aber ich durfte nicht so fahren. Sonst hätte ich wieder, wäre ich wieder gekickt Änderung worden. Änderung bestätigt. Scheiße. Oh, was hast du gemacht, Peter? Ich habe keine Ahnung, der hat mir aus dem Nichts eine neue Dings vorgeschlagen. Okay, meine neue und Strategie. Und das sah so aus, als wäre die Strategie Bremsen exakt die gleiche wie vorher. Funktioniert überhaupt gewesen. Gar nicht so. Das ist ziemlich scheiße. Oh, Teamkollege ist in der Box. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil da wollte ich gerade auch hin. Oh, das ist gut. Machen wir noch ein Ründchen. Ich bin aber schnell raus. Schön vorsichtig, Leute. Auch wenn es vor dir ist. Du hättest aber reinkommen können, Peter, ne? Ja, den wäre ich ab. Ich habe nur Reifen gewechselt. Also meine neue Strategie, schöner zu bremsen und weniger zu schalten und später zu schalten, das funktioniert alles nicht so gut. So optimierungsbedürftig. Oh Gott, der wird DRS haben und das muss ich abwehren. Oh lol! Aber erst mal. Wow! 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 Ich dachte, er gibt mir nach der Kurve. Ich dachte, er gibt mir nach der Kurve die Kontrolle. Nee, der gibt dir die immer in der Kurve. Schön. Da fällt der geradeaus einfach. Und die Frontflügel ist kaputt. Nice.
Teamkollege! Sehr gut. Wir brauchen Punkte, Junge! Alter, was schlittert denn die Scheiße hier so? Was ist denn da los? Fraktionskontrolle. Oh Gott, oh Gott. Oh, Sepp, Alter, was machst du? Irgendwas ist hier ganz komisch. Ja. Änderung bestätigt. Was ist denn hier an meinem Ding kaputt, dass der so krass schlittert? Das ist doch nicht nur mein linker Frontflügel, das kann doch nicht sein. Irgendein Reifen kaputt? Nee, sonst könnte ich nicht so schnell fahren. Ich hab's einfach verkackt. Und bin zurück auf dem dritten Platz. Willst du da noch Mann! Ja, das macht mir zu viel Angst. Ich fahr nicht Vollspeed in die Box. Ricciardo ist sogar erster gerade. Aber ja, du kannst du aber machen, Peter. In die Box. Ja, nee, hab ich nicht gemacht. Alles easy. Alter, schön. Ich komm nicht mal mehr um die Kurve hier. Sehr gut. Alter, Felix, du bist Zweiter, ne? Ja, ja. Ja, aber nochmal in die Box. Und Jay ist rausgeflogen. Und das trotz einem kaputten Frontflügel, den ich 7 Runden lang gefahren bin, Leute. Die haben meinen Frontflügel nicht gewechselt. Das war die Änderung, die die bestätigt haben wollen. Oh, Mann, ey. Und Sepp ist wieder in der Box. Ja, ich hab's einfach verkackt vorhin, als ich einmal die Scheiße gebaut habe. Ey, Peter, du warst schon in der Box? Ja, ich fahr jetzt zu Ende. War so. nicht du, dann hast du 3 Sekunden Vorsprung trotz Box? Was? Das ist ich hab's. Du fährst aber länger als ich, Sepp. Ja, immerhin fahr ich länger als du, aber ich mach trotzdem genauso einen dummen Fehler. Frontflügelschaden. Das Rennen über gehabt. Keinen roten, so wie du. Weil wir so schön am Überholen, mich schön wieder am Aufbauen ja, und jetzt. Wobei, gut, ich habe Frontflügel gewechselt auch, das dauert natürlich auch nochmal seine. Ja, das habe ich nicht 6-7 Sekunden mehr oder so beim Boxenstopp. So lange dauert das? Ich hätte jetzt so 3 gesagt. Hätte schon gedacht, also Boxenstopps, glaube ich, sind immer so 8-9 Sekunden lang. Und sonst brauchst du ja nur so 2-3 Sekunden, ne? Okay, na gut. Änderung bestätigt. Also, du kriegst die Zeit ja noch mal angezeigt. Los, irgendwas ist so. Aber du hast eine krasse Zeit von dir, muss man dann sagen. Tatsächlich, also Jay hätte mich eingeholt. Moment, nein, ich bin nur 14 Sekunden hinter dir. Ich dachte schon 30, dann war nämlich der Boxstopp noch nicht eingerechnet. Ah, okay. Ja, bin 14 Sekunden hinter dir, gut. Trotzdem, eine Sekunde pro Runde im Durchschnitt, die du da. Ja, die werde ich dir aber nicht geben, mein Freund. Ich bin allerdings auch auf Fettgemisch gefahren, Peter, und meine Reifen waren natürlich wieder weiter abgebaut als deine. Ja gut, das könnte sich ja sogar theoretisch ausgleichen, oder? Hä? Also deine abgebauten Reifen sind ja langsamer als meine weniger abgebauten Reifen, aber du bist auf Fett gefahren. Ja, wow. Wie sieht das bei Christian Jalu gerade aus? Ja, Fett bin ich nicht gefahren. Auf welchem Platz? 19. Ach ja, ich habe ja gar nicht Ultrasoft ganz gut bekommen, unterwegs, ne? Schön. Check ich jetzt erst. Dachte, ich habe Ultrasoft. Also das Problem ist, ich muss in die Box, aber dann komme ich nicht mehr ran. Ja, ich bin sowieso auch raus. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden hinterm nächsten. Der, wie viel Prozent hattest du, als ich gesagt habe, ich habe 50%? 55. Okay, ich hatte da 52. Du machst viel. Also ich bin auf Kanada auch echt nicht gut, muss ich sagen, was Reifenverschleiß angeht. Ich bin mit irgendwie 79 in die Box gefahren. Ja, gib mir 3 Sekunden Zeitstrafe. Kein Problem. Ja, ich komme jetzt aus der Box raus, oder? Ja, ärgert mich. Passte perfekt. Aber Raycon hat immer auf mich aufgeholt, die ganze Zeit, als ich den Frontflügel schaden habe. Und jetzt mit meinem heilen Frontflügel kann ich wieder Zeit auf den Guten machen. Das stimmt mich schon mal zuversichtlich. Aber warum fahre ich überhaupt noch? Ich muss sowieso jeden Einzelnen hier wie blaue Flagge ignoriert. Ich hab den einen doch überholen lassen. Und das auch noch selbst. Ja, genau. Weißt du, ich muss die ganze Zeit, ich kann nicht mal irgendwie vernünftig. Ja, jetzt hat er mich weggerammt. Hashtag noch hinter. Alter. Wollt ihr mich fett verarschen? Ja. Diese miese Lache von seiner Inkompetenz ja, selber das ist so einfach. Geil. Die Lache von seinem Geist. Er fährt halt wie der letzte Dreck. Ey, wusste er überhaupt. Ich fahr aber noch. Aber er fährt nicht in die Wall of Champions rein. Er weiß auch nicht mal, was es ist. Ja, er darf ja auch nicht in die Wall of Champions. Guck dir erst mal an, wie er fährt. Bei deiner Kur. Was machst du denn? Wollt ihr was zeigen? Dalu darf ja auch nicht in die Wall of Champions rein. Der hat ja noch nicht mal einen Punkt gekriegt bislang. Sehr, sehr schade. Boah, fing so schön an jetzt eigentlich. Nicht so sauer sein, ja? Hier, links jetzt ist die Wall, hier links ist die Wall of Shame, da darfst du reinfahren. Eine Wand vorher, ne? Wie er hier durchfährt, ey. Guck mal, wie ich jetzt so wieder einen überhole. Ja? Zack, kurzzeitig überholen. Sepp, wo bist du gerade auf der Strecke? Wow.
Ich komme gerade aus der Box. Oh, Jay, viel zu weit. Wieder in der Box? Ja, musste ich, weil ich gerade vom NPC weggerammt wurde, als er mich überholt hat. Oh, jetzt komm, Sepp, Moment, ja wohl. Ich bin aber 19. Ich überrunde Sepp. Ja, blaue Flagge, Sepp. Mach mal ein bisschen Platz für Dalu. Was? Dalu muss sich an mir vorbeikämpfen. Respekt, Dalu. Da kann jemand überrunden, das heißt schon. Ich war ja schon das 5. Mal in der Box, weil mein Frontflügel alle 2 Runden abfällt. Aber wieso? Selbst wenn du die blaue Flagge wieder ignorierst, bist du raus, ne? Nee. So viel Strafen hatte ich noch nicht. Das ist meine erste Strafe, ja? Und dabei habe ich den einen gerade überholen lassen. Nee, guck mal, Dalu kommt ja nicht mal an mich ran hier. Ich muss schon lange in die Box, aber ich fahr so lange ich kann. Zieh, Dalu, der Sepp kann nichts. Alter, du bremst, aber du in jeder Kurve hast du ein stehendes Rad, Dalu. Ja, mein Auto ist nicht mehr so frisch. Ja, musst du voll sein. Das ist ja doch schon alles gelb. Deine Bremse mehr dosiere, mein Lieber. Statusbericht. Ach, eine Runde geht noch. Ja, Dalu, komm, versuch's nochmal. Eine Runde geht noch. Da muss ich einen vorbeilassen. Ist das Peter? Yep. Statusbericht. Wie hab ich denn blaue Flagge? Was wollt ihr denn mit blaue Flagge? Der ist 2 Sekunden hinter Kurve mir. Hier. Ich fahr links. Moment, du fährst links? Achso, okay, das ergibt viel mehr Sinn. Ey, Peter, Dalu, du könntest uns ja mal wenigstens Jeans dabei essen, dem Team und den raushauen. Nein, sowas Unsportliches meine ich. Danke. Vielleicht, wenn er mich nochmal überrunden will. Aber Sepp macht das schon. Meinst du, Sepp haut mich raus? Das wäre witzig. Meiner will, dass ich nochmal in die Box gehe. Am Ende. Peter muss erstmal bis zu mir kommen, ja? Genau, ich muss erstmal. Der ist doch schon bei dir. Ach was. Der überrundet dich jetzt auch nochmal. Dann das zweite Mal. Das erste Mal war ich in der Box, da habe ich nicht mitbekommen. Ja, nicht. Ich fahr außen, Peter. Okay. Warte, alles gut. Wenn du noch genug Platz lässt, alles gut. Alles gut. Jetzt einfach jetzt nach rechts ziehen müssen, Sepp. Wenn Jay nicht mehr im Rennen ist, dann könnte ich ja die schnellste Rennrunde fahren. Wobei, das hätte ich auch ohne mit Jay im Rennen fahren machen können, der war nicht so gut, ne? Oder? 1,17 bin ich gefahren, so gut war die nicht. Also ich meine auch im Qualifier war es ja nicht gut, obwohl die Supersoft hattest, die Ultrasoft. Ja, wie gesagt, da hatte ich auch die ganze Zeit Verkehr. Ah, okay, da hättest du vielleicht auch was werden können. Naja, so oder so ist die Chance da, als für Peter und mich mal die schnellste Rennrunde zu holen. Hier hat ja Jay ziemlich gepachtet. Gibt es die Website eigentlich noch von dem Zuschauer, wo alles so aufgelistet wurde? Glaub, gute stimmt. Frage. Wo müssen wir mal vorbeischauen? Ja. Können ja die Leute einfach nochmal twittern und posten für uns, damit wir dran denken. Hätte halt so voll die komplizierte Adresse gehabt. Ja. Weiß ich auch nicht mehr. Mal wie Peter sich einfach eierschaukelnd da jetzt den Sieg ins Ziel nimmt, Ja, Logo. Und Kack. Und mein Angreifer hat sich ja selber disqualifiziert durch Fahrfehler. Ja, ich habe einen einzigen Fahrfehler gemacht. Ja. Der wurde direkt bestraft mit wie sonst was, ey. Das war echt ärgerlich. Ich meine, so Frontflügel ein bisschen beschädigen ist ja schön und gut, aber direkt das Rad ab, ey. Das war echt hart, Assi. Das meinst du, was ich mir in Monaco gedacht habe? Alles gut und dann zack, Reifen ab, eine Tuschierung. Was hat er nochmal gesagt, das am besten vorbereitetste Rennen bisher in seiner Laufbahn? Ja, ich habe noch nie so viel vorher geübt, tatsächlich. Ja, das ist echt ärgerlich. Wie hier für Kanada? Ja. Kanada und Baku. Aber Baku habe ich schon von vornherein heute gesagt, ich werde nicht ankommen. Also nächste Runde wird krass. Findest du die schwerer noch als Monaco? Ja, ich schon. Ich finde die auch schwerer. Nee, die ist nicht schwerer, aber du bist viel unvorsichtiger. Okay, sagen wir mal so, die ist nicht schwerer, aber die ist gefährlicher. Ich bin der Meinung, dass du dir da schneller die Reifen abfährst als auf Monaco. Ja, Monaco ist anspruchsvoller als Strecke, aber Baku hat halt so ein paar echt Stellen, die sind halt prädestiniert dafür, dass er schön der Reifen abreißt. Ja. Und extrem eng. Beim fährst du da auch viel schneller als auf Monaco durchgehend. Ja. Also die Strecke finde ich irgendwie ganz witzig und interessant. Ich finde sie auch mega tatsächlich. Ist ja auch irgendwie, ist ja auch kacke, aber es ist eine Hassliebe. Ich finde die eigentlich geil so vom Konzept her und alles. Aber irgendwie ist sie auch kacke. Da sind immer diese ganz ewig lange Geraden und dann wieder so 90 Grad Kurve und noch eine 90 Grad Kurve. So als ob du so nach dem Navi fahren würdest, oder? Ja, bitte rechts, links ab. Bitte rechts. Die nächste aber links.
teilweise auch richtig coole Stellen. Es wechseln sich ja so ein bisschen ab. Auch diese Highspeed-Kurven teilweise. Also sie haben sich schon was gemacht aus Baku. Ah, ich boykottiere das Rennen aus politischen Gründen, ne? Das nächste Rennen? Ja, ja, Baku. Null Punkte. Was ist denn in Baku? Aserbaidschan ist ja auch ganz so... Es ist nicht so das menschenfreundlichste Land. Nicht so ganz Demo, ja, genau. Wow, okay, dann darf er auch nicht in Abu Dhabi fahren und... Ja, mach ich auch nicht. Darf er noch nicht fahren? Das ist Arbeitsverweigerung. In Texas darfst du dann bald auch nicht fahren, in den USA. Ob Trump dann die Medaillen verleihen wird, so wie Putin da in Russland? Voll nice, bestimmt. In Russland hast du auch nicht boykottiert. Ja, es wird langsam eng, aber das erklärt auch meinen geringen Punktestand. Ja, hättest du gerne. Naja, heute werde ich gut Punkte einfahren, wenn alles gut geht. Ja, sieht ganz danach aus. Das ist auch gut so. Mittlerweile fahre ich auch vernünftig. Mann, ey, das ärgert mich so, dass ich so Scheiße gebaut habe vorhin. Ja, wow, weil wir jetzt alleine fahren. Konzentriert. Mehr war aber auch nicht. Aber vorhin war ich aber auch alleine, Christian. Oh, ja, da habe ich es gesagt, bin aufs Grün gekommen. Ja, nice. War die Kurve richtig gut genommen. Vielleicht darfst du einfach nicht reden. War das die 180-Kurve? Ja, da bin ich gerade ganz kurz aufs Grün gekommen, habe mich erstmal Need for Speed-mäßig gedreht. In die Kurve gelegt. Wieso heißt die Wand Wall of Champions? Weil da auch schon Champions ganz viele sind. Weltmeister immer reingekracht sind. Schumacher unter anderem, Hill, glaube ich. Ich kann mal gucken, wer da alles reingefahren ist. Ich habe ja jetzt Zeit. Der recherchiert jetzt ganze Rennen von uns über Infos. So ein RTL-Kommentator. Ja, und die RTL-Datenbank hier, die Pizza. Ja, da würde er auf Boxen hinweisen. Ja, richtig. Da müsst ihr auf Boxen oder auf BVB oder auf Fußball European Qualifiers hinweisen. Okay, das Überrunden hat begonnen. Palmer, mein Kumpel, sei nett. Der, hast du eigentlich das Rennen in Brasilien gesehen? Ja, yep, von Anfang bis Ende. Du hast RTL oder Sky? Sky. Ich tu mir RTL nicht an, Alter. RTL ist das Schlimmste, was es gibt. Hallo, die Gibbel, das sind auch hochprofessionelle Kommentatoren, die jahrelange Erfahrung haben, Jay. Das ist absolut, das ist tatsächlich richtig. Aber trotzdem. Obwohl ich die Sky-Moderatoren auch nicht so geil finde, ehrlich gesagt, aber... Ich würde es gerne mal international gucken, Übel. Aber es ist halt voll schwer zu empfangen. Sky ist das Hillary von der Formel 1, Zuschauerschaft, sozusagen. Das kleinere Übel. Okay. Das kann doch nicht sein, einer der überrundet. Ich fahre schon ultra langsam in der Kurve und trotzdem wird er immer langsamer in der Kurve, bis ich schlussendlich ihn berühre. Gott sei Dank keinen Schaden dadurch bekommen. Also ganz leicht angeeckt, weil er richtig Schrittgeschwindigkeit gefahren ist. Das kann doch nicht wahr sein. Es kann echt mal, Talu, fahr mal vernünftig, ey. Erstmal, ich haram hier niemanden, ja? Was? 3 Sekunden Zeitstrafe, Alter! Ja, echt, Talu, ey. Was so, machst du da? Die hatte ich, Mann, übrigens auch schon. So! Die habe ich natürlich verschwiegen, damit du irgendwie nicht mich nicht in Fehler drängen kann oder so. Die könnten auch relevant werden. Im Moment habe ich, glaube ich... Na, ich habe 10 Sekunden auf Raycon schon aufgebaut. Okay, dann sollte ich... Dann kann ich noch mal ein paar Zeitstrafen hier holen, ne? Also 1999 ist die Wall of Champions berüchtigt für ihren Namen, denn in dem Rennen 1999 sind 3 Weltmeister, Hill, Schumacher und Villeneuve, in die Mauer gefahren. Weil er einen Triple Kill gemacht, ey. Montreal ist auch eines der geilsten Rennen immer zum Schauen. Ja, ich mache jetzt 2 Runden, 6 Sekunden auf Dalu, das ist doch gut. Warst du schon mal bei irgendwelchen Rennen außer in Deutschland, Jay? Ja, Spa. Ah, aber nee. Spa war nicht so geil. Wieso? Spanien? Spa. Belgien. Ach, Belgien, ach, Spa. Okay. Das war nicht so geil, weil erstmal ist da die Infrastruktur richtig schlecht. Wir haben da im Gemüsegarten geparkt für 20 Gulden damals noch oder Franc oder was auch immer das da war. Also es war wirklich, wir standen, du bist aus dem Auto rausgestiegen und bist dann auf Gemüse getreten von denen. Und 20 Euro kann man das auch mal erwarten, ey. Dann hatten wir, ja, es war halt die Kurve vor der, die Gerade vor der Eau Rouge, wo wir waren. Also ja, wir saßen. Das war schon echt ein Ziel. Genau, es war eigentlich eine ganz gute Position. Du siehst zwar nicht so viel wie auf jetzt Nürburgring und Hockenheim, da wo wir sonst immer sitzen.
Aber halt drumherum, das ist halt alles nicht so. Du hast da überall nur so Dixie-Klos aufgestellt gehabt, wo dann halt in den, teilweise auch in den Waschbecken reingeschissen wurde und so. Also das war halt echt so, nice. Nicht so geil. Und bei den deutschen Rennen hast du halt eigentlich Toiletten, feste, installierte Toiletten. Ja. Die natürlich auch nicht so sauber sind. Wo du auch ins Waschbecken reinkacken kannst. Leute, ja gut, macht aber keiner. Ja, ja. Weil es halt eine große Toilette ist. Aber die sind halt auch nicht so geil, aber es ist natürlich geiler als Dixie-Klos. Also gesamt das Drumherum ist halt nicht so cool. Ja. Das Spaß hat eigentlich auch fahrisch schon eine der geilsten Strecken so. Ja, aber zum Zuschauen finde ich sie gar nicht so geil, weil wie gesagt, du siehst da echt eigentlich nur eine Gerade oder eine Kurve und je nachdem, welchen Platz du dir bei den anderen Rennen, also in Deutschland holst, da siehst du sehr, sehr viel mehr. Beispielsweise Nürburgring haben die jetzt so ein Infield nach der Geraden gebaut, wo du bestimmt 30 Sekunden oder so den Wagen zusehen kannst. Oh, das ist cool. Bei Hockenheim. Wer möchte mich da gleich überholen? Ist das genauso. Ist das einer von euch? Ist das Dena? Wie bitte? Bist du hinter mir? Zufällig? Ne, ich bin hinter Palmer gerade. Ja, okay, dann bist du hinter mir, okay. Und Palmer ist auf 10. Ah ja. Dann kommt ihr beide gleich zu mir. Nein! Felix, mach keinen Quatsch, ey! Oh mein Gott! Oh, Felix ist gerade ein paar Sekunden dahin gefallen wieder. Dena ist raus. Alter, mein Frontflügel ist orange und fast mein Reifen ist fast abgeflogen. Es muss echt haarscharf gewesen sein. Hängt noch so ganz leicht dran. Auf einmal auf der Geraden bin ich ausgebrochen. An so einem Kabel nur. Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was das war, Jungs. Eine Taube, die vorbeigeflogen ist. Gegen dein Lenkrad geflogen. Bam! Als ob. Ja, Vettel musste doch hier mal so zwei Seemöwen ausweichen. Sowas war es ja, dann stimmt. Oh Gott, bitte, bitte lass mich den Abstand zur Recke noch halten. Ich muss ja 3 Sekunden vor ihm bleiben. Oh fuck, ey. Bitte gib mir die Zwischenzeit. Es sind noch 10 Runden. Nee, nicht ganz. 10 Runden fahren wir noch. Nee, 8 Sekunden habe ich vor ihm noch. Aber mein Frontflügel ist halt ziemlich kaputt. Ich meine, ich habe jetzt die Erfahrung mit dem kaputten Frontflügel, aber trotzdem. Meine Reifen doch bei 60%, als ob. Ja, vielleicht musst du mal in die Box. Oh, das wird aber 60%. Felix. Das ist aber ganz schön knapp. Ich meine, ich habe gewechselt in der 9. Ne? Ja. Also es wird knapp. Soll ich das gehen oder nicht? Das wird nicht gehen. Das geht. Ist die Frage halt, Felix. Willst du Punkte oder nicht? Doch, zieh durch. Ich will Podium, verdammte Scheiße. Ich würd wechseln und pack Ultrasofte rein. Und dann kannst du nochmal richtig versuchen, den einzuholen. Und Jay, was sagst du? Wo sind die Zeiten? Wie weit ist der Dritte denn? Wie weit ist der Vierte vom Dritten entfernt? Guck ich mal nach. Vettel ist... Oh, stehendes Rad, das war nicht gut. Perez ist weit weg. Dena, fahr. Fahr. Im schlechtesten Sepp. Fall wirst halte du halt Raycon jetzt... Halte Raycon auf, Sepp. Ja. Nein! Sepp für die deutschen Fahrer. Nee, am Arsch, Junge, der ist Feind. Also, ich würd ins Dingens gehen, in die Box tatsächlich, ultrasoft wechseln. Ja, ich mach jetzt auch. Macht er auch. Oh Gott, ich dachte schon, ich fahr jetzt gerade auf. Oh. Sepp, wo bist denn du gerade? Oh, das wird schade. Ich bin gerade Start und Ziel. Wer ist denn dann der hinter mir? Ist das Christian? Wahrscheinlich. Von zwei der Leuten überholt werden. An der Titane und gleich an der 180er. Wer ist die beste Reifen drauf? Wechselst du nicht deinen Frontflügel? Doch, der wird gewechselt. Siehst du vielleicht nicht, aber der ist gewechselt worden. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Bremse trete, kommt er nicht 100% ein. Okay, ich bin auf jeden Fall der Fette. Bei mir ist sie genau andersrum eingestellt. Wenn ich sie trete, bremse ich 200%. Aber Fett ist 7 Sekunden vor mir. Das muss ich jetzt schaffen. Eieieiei. Das ist aber machbar. Ja, safe. Jetzt haben wir wieder eine Aufholjagd im Rennen, jawohl! Dann muss ich erstmal wieder dieselben Leute überrunden. Ja, Peter, oh nein, dann habe ich auch Status noch nur 3 Sekunden. Ich habe schon fast gar nicht trainiert. Ja, fast gar nicht ist noch zu viel. Ich hätte auch eigentlich nicht trainiert, wenn wir gestern bei der Grand Tour so schnell raus... Also, das war viel früher fertig als gedacht. Ja, wow. So eine scheiße Kack-Sendung. Dann war ich so früh zu Hause. Und Mann! Felix! Das hört sich nicht so gut an. Na, der fällt gerade fast einen aufgespießt. Ja, ich hab schon wieder Frontflügel kaputt. Ja, Alter, was wirfst du das denn weg? Felix macht ja gerade den Sepp hier, ey. Der ist halt, dieser scheiß NPC ist so langsam immer, so langsam. Und dann der Felix so macht gerade den Sepp von vorhin, ey.
dachte halt, scheiße, so schnell es geht da vorbei. Frontflügel um Frontflügel, ja, bei der komplette Session. Ja, stimmt. Das hat eigentlich immer noch mein Rad, was da liegt? Wo ihr auf, immer auf, auf der Zielgeraden. Ja, wahrscheinlich, irgendwas von dir. Wurde da nicht weggeräumt. Und ich fahr da ständig durch und denk immer so, komm, platze, platze, platze. Ja, dann. Statusreport. Oh, ich fahre aber auch wie der letzte Nubbel heute, ey. War nicht gut, sich umzugewöhnen vorher. Auf was umzugewöhnen? Ja, ich versuche jetzt immer früh zu bremsen und dann spät runterzuschalten. Also einfach nur zu bremsen, komplett gerade zu bremsen und dann spät runterzuschalten. Aber dabei verbrauche ich unter anderem halt super viel Reifen. Und verliere super viel Zeit. Ey, meine Boxencrew ist behindert im Kopf. Also, das passt irgendwie für mich nicht so. Ich habe mir das in den Kommentaren durchgelesen, hab das versucht irgendwie umzusetzen, aber das nicht richtig anscheinend. Blaue Flagge haut ab. Ja, du hast genug Platz. Mach mal so ein Peter-Trainingslager oder so. 36 Sekunden. Ricciardo. Nein, einer ja, aber ich muss in die Box. Das ist Quatsch. Keine Ahnung. Oh, da vorne sehe ich schon die roten Felix. Oh, mal ein paar vorbei. Oh. Okay, 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 gib Gas, gib Gas. Gut. Beste nice. Absolute Bestzeit. Ja, fahr vorbei, Junge. Zwei Ferrari, Leute, zwei Ferrari. Hülkenberg ist hinter dir. Ja, ja, und dann du. Ja. Dann kommt noch irgendjemand. Aber ich komme an Hülkenberg nicht ran. Ich fahr zu. Ja, ich komm dann, glaube ich, da, weil Christian ist, glaube ich, hinter mir. Nee, Christian ist nicht hinter mir. Da sind sie schon. Wer ist denn dann hinter? Andena ist hinter mir wieder. Da, Lu. Ja, ich musste, hast du gesehen, was Hülkenberg gemacht hat? Ja. Also wenn du bei Vettel bist, weil ich bin jetzt gleich noch Vettel vorbei. Ja, ja, ich bin bei Vettel. Nee, nee, hier nicht. Vorbei. Okay, ja. Okay, Sepp, ich bin hinter dir. Ja, fahr vorbei. Ich fahr rechts. Und wer ist das? Ist das Peter? Das ist nicht, oh, Sepp, ich bin jetzt hier gerade nach Startziel. Ja, ja, ich komm jetzt vorbei, ich komm jetzt vorbei. Dich mach ich fertig, Peter. Das ist deine letzte Runde jetzt. Nee, ich hab noch 5. Nein. So! Alter, ich kann nicht, überrund ich dich jetzt gleich echt zu. Bitte schön. Ich war doch in einer Box nochmal. Okay. Warum? Ich hab da auch ein paar Sachen kaputt gemacht. Also ich war geplant. Oh, was nein, war das? Nein, ich hab nicht verbrannt. Christian ist raus. Ja. Christian ist raus. Nein, oh, nein, du warst so schön. Peter, jetzt komm. Welchen Platz warst du? Ich war so schön, Alter, ich war Elfter. Du warst ja, das so doch voll schön. Also das war ja voll kurz vor den Punkten. Voll kurz vor dem. Ja, echt mal. Ja, ich hatte 2-3 Sekunden Strafen. Fuck! Was, oh, Dena ist rausgeflogen. Ich weiß es nicht. Ist von der Strecke geflogen. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast doch Geduld geübt, Mann. Ja, ich weiß echt nicht, was. Aber nicht über Zeit, Jay. Nicht über Zeit. Ich hab irgendwie gerade Chris im Kopf gehabt und dachte, oh nein, wie viel. Oh nein, Chris ist raus. Ich hatte mich tatsächlich von 21 wieder auf 11 vorgefahren. Aber ich mache einfach zu viel Fehler. Das hätte ich auch gerne gemacht, ey. Mann, LOL, was machst denn du da? Hi, Jancho! Bitte! Da war nicht genug Platz! Fuck you, ey! Das wird noch viel Rennentscheidendes hier in der zweiten Hälfte. Naja, gar nichts, bin letzter, Peter. Was soll denn da noch Entscheidendes passieren? Ach, Sepp, ey! Fällt dir das jetzt erst auf, Sepp, Peter? Denk bitte, du kannst gar nicht letzter. Wusste ich, dass du erst letzter bist. Day ist schon lange raus. Ja, das stimmt. Meinst du, das triggert mich auch nur an? Aber ich hab halt vorhin richtig dumme Fehler gemacht und bin dadurch halt zweimal in die Box gedrängt worden. Das war scheiße. Komm, ja? Dann bin ich drittbester von uns auf der Strecke. Wow. Ja, Erfolg. Ey, Sepp ist wieder in der Box. Du musst erstmal die 10 Runden. Ey, Dalu, dann wirst du viertbester, ne? Nein, Christian ist raus. Deda und Peter sind vor mir. Wir sind ja, 6. Aber ich bin ja noch da. Mir. Ja, ich bin hinter dir, also sind. Ja, ich, also Christian, dann bist du Vierter. Ach so, du, alles klar. Jay, Christian und ich sind doch hinter dir. Ja, dann ist er Vierter. Dann ist ja, Viertletzter. Was? Ja, ist richtig. Alter, ey. Ja, das ist richtig. Also bei der Kurve da gerade hättest du ein bisschen früher bremsen müssen. Vielen Dank. Ich? War mir auch klar, hier hätte ich hier nicht später bremsen müssen. Wie meinst du das? Ne, die war eigentlich ganz gut. Also hier ist halt das Problem, das ist die Wall of Champions. Wenn du da Kacke bremst, dann haust du halt gegen die Wand. Aber da komme ich ja eh nicht rein. Ich. So, jetzt beruhig dich, Felix. Alter. Das war aber der echte Nase. Ja.
Und selbst wenn, du hast immer noch 4 Runden Zeit danach. Nein, ja? Ich muss noch 3 Sekunden noch zurück. Ja, 4 Sekunden, Alter. Ja, ich muss weiter links raus. 4 Sekunden, 4 Runden. Warum habe ich denn kein DS? Was ist das für eine Scheiße? Hier traue ich mich nicht. Ja, ja, da habe ich die ganzen Sekundenstrafen gekriegt, weil ich da zu sehr rechts bin. Immer. Das war doch mal schön. An der Kurve traue ich mich nie schnell zu fahren. Was ist los, Felix? Dritter. Felix Rasse. Ja, sehr schön. Hier verlierst du meine Zeit. Jetzt Raikön noch. Den holst du jetzt auch nochmal. Gleich nochmal an der Geraden holen. Dann kannst du 3 Sekunden ja wohl locker Zeit rausholen. Und dann habe ich noch 3 Runden, um 3 Sekunden rauszufahren. Alter, das wäre mal was, ne? Uiuiuiui, mal ein Rennen. Ich will erstmal fertig machen. Den Raikön, den kriegst du an der Haarnadelkurve, wo du im zweiten Gang bist. Der Raikön ist weit weg. Die Kurve, wo ich am meisten überholen konnte, war die nach Start und Ziel, wenn da mehrere NPCs waren. Weil irgendwie sind da echt kacke programmiert. Aber gut, Dena. Nice. Aber jetzt 3 Sekunden. Jetzt hat er 3 Sekunden. Kannst du noch fett fahren? Jetzt aber der ist fett. Vorsicht, der ist auch. Stimmt, fett gibt's ja auch noch. Quatsch, das immer. Lass dir nichts einreden, Felix. Guck mal, ob du noch fett fahren kannst, bis Zweiter. Ah, ich bin ein bisschen weggekommen, aber jetzt kann er gleich DRS anmachen. Mal gucken, ob er rankommt. Ja, aber der bremst viel zu früh da gleich in der nächsten Kurve. Ja, ich glaube nicht, dass er rankommt. Ich glaube nicht. Der kommt doch nicht näher. Oh. Ich habe 3 Sekunden Zeitstrafe, nur! Nein, Peter! Peter ist raus. Ja. Peter, dann hast du nur noch 34 Sekunden auf den. Ja, oder willst du? Muss ich ein bisschen aufpassen. Könnte doch eng werden für Peter. Also wie Felix fährt, haben die Reifen bestimmt schon wieder 50%, ey. Aber dafür ist er schnell. Was tust du? Nee, ist doch gut gewesen, geradeaus weiterzufahren. Diese Kurve, da fahre ich völlig immer Zeit. Das ist echt meine schlechteste Kurve, glaube ich, von allen. Ich stelle meine Gespräche mit Felix jetzt ein. Ich dachte, Felix, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Mir geht's gut. Können die mal das Teil wegräumen? Das geht mir mega auf den Sack da auf Startziel. Das sind Sauberkeit im Sommer sein. 25% nur mit den Ultras auf, das geht voll klar. Ah, 25%, der kannst du holst hier voll auf Peter. Den kriegst du noch, wenn du jetzt ein bisschen ziehst. Ja. Das wäre eine sehr respektable Leistung. Das wäre echt geil. Peter, wie viele Runden hast du noch? Ich bin jetzt in der 34., also vorletzten. Das Wichtigste ist, dass ich über 3 Sekunden auf Recken bekomme, dann verwalte ich nur noch. Das sollte ich schaffen, oder? Ich bin noch viel schneller als der, der ist schon weg. Ich sehe den gar nicht mehr. Ah doch, da hinten ist er gerade in der World of Champions. Oh, wie wird die Zwischenzeit sein? Guck mal, Raikön zu. Oh. Ich kann ja dir sagen. 2,5 nur. Wie viel Zeit hast du zum Führenden? Wobei, ne, guck das nicht. Ich guck alles für dich nach. Ja, danke. 33 du hast, Sekunden. Pass auf, du hast 33 auf Peter und Raikön hat 37 auf Peter. Das heißt, das würde momentan reichen. Okay. Du hast 4 Sekunden. Nur noch 2 Runden. Anderthalb sogar fast nur noch. Das ist aber hart. Da vorne kommt noch mal jemand zum Überholen. Das sind eigentlich alles Info, die aus der Box kommen müssen, ey. Ja, ohne Witz, ey. Die kann er sich doch holen. Nehmen wir einfach nach Status. Statusbericht! Statusreport. Ne, Statusbericht. Statusbericht. Die verstehten halt nicht alle Wörter. Das Einzige, was er mir gesagt hat, war das Wetter. Ja, deswegen, das ist Wetterbericht. Los, Dalu. War das jetzt mit dem Roten zu Ende? Hast du den Reifen geplatzt? Der Ferrari hat sich irgendwie anders an. Ich wollte einen vorbeilassen, er hat es auch angenommen und hat sich dann gedacht, ich auch trotzdem noch raus. Ja, das habe ich auch vorhin schon zweimal gehabt. Zufällig auf der langen Geraden. Ja. Da lagen nämlich ein paar Teile gerade. Das sind alles meine. Aber ich fahre das jetzt zu Ende. Muss jetzt so fahren. Oh, ich glaube. Oh, Dalu und Palmer, die sind doch jetzt vor Felix auch noch auf. Viel Spaß, ey. Jungs, pass doch auf. Ich lass dich vorbei. Okay, ich bin in. Ja. Dankeschön. Wir sind Palmer 16er, da war die ganze Zeit 10er, als ich letzte Mal hinter ihm war. Letzte Runde, oder? Also, ich bin sofort über Ziel. Ja, ich bekomme mich noch. Status Report. 5,3 Sekunden Vorsprung, kein Fehler mehr machen. Alles gut. Ah, sehr gut, ey. Letztes Mal World of Champions, hallo sagen. Hallo. Oh! Ja. Okay.
So, vorbei an Palmer, lässt mich ausnahmsweise mal nett vorbei. Wuhu! Peter zum Ziel. Jawohl! GZ Peter! Dankeschön! Mensch! Hat der Peter wieder gerissen, ey. Schön gemacht, Peter. Gutes Rennen. Danke, danke. War fast fehlerfrei bei dir, oder? Nee. Der aber ist nochmal an. Auch nicht schnell, rechtzeitig aber anbremsen. Sicher. Unter den dritten Gang Gas geben. Schön gerade bleiben. Nochmal der und DRS Felix an. Und hat sieht alles gut aus. Das ist der zweite. Und den zweiten Platz. Nice. Yes, Felix. Yes. Oh, ich hab meine Kamera umgehauen. Yes. Ja. Ich bin ins Ziel gekommen. Nice. Nice, Dalu. Dalu, du bist ja mit drin. Beste. Ermutige ihn nicht durch sowas. Er hat 0 Punkte geholt. Ist genauso schlecht wie Sepp oder ich. Du hast 0 Runden gefahren, ey. So sieht's aus. Das war echt mein bestes Ergebnis bisher der ganzen Saison. Traurig, aber. Voll nice. War. Ist doch voll gut. Aber es war auch ein cooles Rennen, muss ich sagen. Platz 2 ist von allen das beste Ergebnis, außer von Peter. Auch von Peter sozusagen. Yeah, Ziel gekommen! Noch nicht gewonnen, Jay? Noch kein Rennen? Lange hat jedes Peter gewonnen. Oh, aber wie man wieder neu starten muss, das ist Safety-Kacke. Das Peter stimmt. Immer, wo ich in Führung war, wurde neu gestartet. Ja. Und ja, beste Rennrunde oder den gehört? Nee, dem gehört Safe Deer mit 1,15,9 bis zum großen Abstand. Selbst mit 5 Boxen. Nice, nice. Ja, ich hatte die sehr, sehr Punkt, viele Frontflügel-Probleme. Damit ich sollte sie den einfach aus Edelstahl machen. Aus. Ja, was ist denn hier alles passiert? Taucht mein Name denn da auf? Ah ja, Zeitstrafen, klar. Oh fuck, Alter. Ich bin mittlerweile mit Vettel gleichgezogen. Eieiei. So, bin jetzt immerhin vor Ricciardo. Oh ja, Vettel ist gut dabei, Jay. 42 Punkte. Von Jay. Oh, ich hab natürlich gut auf Jay aufgeholt. 18 Punkte auf Jay habe ich aufgeholt. Seht ihr denn jetzt schon die Punkte? Um genau zu sein. Habt ihr weit? Ah, guck mal. Nee, das ist... Das ist natürlich nice, doch, aber Jay bleibt das. Zweiter, Vettel ist zwar punktgleich, aber anscheinend weniger gute Platzierungen. Ja, irgendwie sowas. Und Konstrukteursmeisterschaft ist Williams dadurch, hat Red Bull überholt. Wir sind jetzt auch nur noch einen einzigen Punkt hinter hinter McLaren Honda. Und McLaren Honda hat anscheinend nur Punkte von Jay. Kein einziger. Hallo? Ja, Felix, ich würde mal sagen, dein bestes Rennergebnis, dann darfst du auch die Leute verabschieden. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte mein Versprechen erfüllen, dass ich jetzt niemanden versucht habe, wegzurammen hier. Ich bin gespannt, wie das nächste Rennen wird in Aserbaidschan. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wieder einige rausfliegen. Für heute war's, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen rum, wenn es gefallen hat. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, Samstag und Sonntag, zu den nächsten Rennen. Hier von Formel 1 mit Pizzi mit und der Luca. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.